Blogstatistik 2011. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IMAG und Sie schauen websitemarketing.ch. Unser Blog websitemarketing.ch hatte letztes Jahr rund 310.000 Besucher. Woher die kamen und warum die überhaupt bei uns reingeschaut haben, was die Themen waren, das sehr interessante Thema natürlich, da plaudern wir ein bisschen aus dem Nähkästchen, das möchte ich Ihnen kurz anhand von Google Analytics aufzeigen. Ich bin hier auf der Übersicht, auf der Startseite von Google Analytics im Bereich Besucher und sehe hier mal den Besuchsverlauf und sehe hier gleich, dass es Anfangsjahr mal kurz noch hoch ging, da war das Thema Facebook Privatsphäre und dann hatten wir ja unsere berüchtigte Blogger-Attacke. Da hat man uns richtig gespammt. Wir sind dann praktisch aus Google rausgeflogen. Bei uns kommen rund 75% der Besucher von Google. Und dann sind wir hier mal fast auf Null geknallt. 53 war das absolute Minimum. Dann hat man das behoben. Dann kam es noch mal ein bisschen. Dann ging es eigentlich wieder hoch. Und wir konnten uns wieder ungefähr auf unserem Tausender-Schnitt behaupten. Dann ging es irgendwann mal da Richtung iPhone 4 oder 5. Und das war dann auch der Peak hier. Also wir 6.000 Besucher an einem Tag hatten, das hatten wir früher noch nie, das ist das absolute Maximum. Dann logischerweise wieder zurück, aber das hat uns ein bisschen halten können. Das heißt, der Schnitt, der ist da ganz leicht angestiegen. Dann kamen die Weihnachtsferien und hier nochmal ein Post zum Thema iPhone 4 oder eben 5. Gehen wir kurz durch die 5 Top-Posts des Jahres 2011 durch. Das ist einmal hier dieses Privatsphäre-Video, 5 wichtige Tipps. Dieser Post ist mindestens schon 3 Jahre alt. Der wurde mal von Sam Steiner geschrieben, wurde natürlich immer wieder aktualisiert, vor allem eben diese Videos. Das ist jetzt die zweite Auflage der Facebook Privatsphäre Videos. Der Video hat rund 17.000 bis 18.000 Views allein im letzten Jahr generiert. Dann der zweitmeist geschaute oder gelesene Post ist dieser hier. iPhone 4S statt iPhone 5, Must-Have-Gadget. Klar, das war der große Hype im Oktober, das war der Riesenpeak, den wir hier vorne drin hatten, hier hinten am 8. Oktober. Dann das nächste Thema ist Facebook-Werbung. Auch dieser Post ist mindestens schon 2,5 Jahre alt. Den hatte ich mal geschrieben. Auch hier hatte ich natürlich mit Videos wieder aktualisiert. Facebook-Werbung immer noch ein sehr interessantes Thema, offenbar. Dann Facebook-Namen registrieren. Der ist so alt, wie man eben halt, seit wann man eben halt diese Namen registrieren kann. Also auch sicher über 2 Jahre alt dieser Post. Da wurde auch nie was dran gemacht, aber immer noch gut gerankt. Und dann der letzte, der fünftmeist gelesene Post im letzten Jahr. Auch hier geht es wieder ums iPhone 5. Und wenn ich jetzt ganz kurz in die Webmaster-Tools reinschaue, die zeigen mir allerdings nur den letzten Monat an, weiter zurück komme ich hier nicht, dann deckt sich das ungefähr. Wir haben hier Facebook-Impressionen auf Platz 1, Glück. Das hat mit dem weniger zu tun wahrscheinlich. Dann iPhone 5 kommt wieder, Facebook, Facebook, Facebook. Also klar, die beiden Themen, die hier dominieren. Wenn ich hier in unsere Keywords reinschaue, denen Google die höchste Bedeutung für unseren Blog zuweist, dann bin ich froh, dass da nicht nur Facebook und iPhone drin steht. iPhone steht hier überhaupt nicht drin, da steht Social drin von Social Media dann, Facebook klar auch, Marketing logisch, Google, weil Suchmaschinenoptimierung ein Riesenthema ist, Video, Social Networks klar, dann machen wir viel Serien, Twitter, eben SEO und halt das ganze Thema, was eben zu Online-Marketing gehört. Also die zwei großen Themen im letzten Jahr, Facebook und iPhone 4 oder 5, mindestens auf unserem Blog. Würde mich natürlich interessieren, was bei euch am meisten gezogen hat im letzten Jahr auf euren Blogs, auf euren Websites drauf, was am meisten Besucher generiert hat und was am meisten gelesen wurde. Kommentare, es geht auch mit Links, wie immer hier. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IMAG und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.